Und wie viele Tausender oder gar Millionen hast du schon unnötig verschenkt, weil du Rabatte gibst, die eigentlich nicht notwendig gewesen wären? Wenn du ein Produkt hast mit 10% Marge und du 5% Rabatt gibst, halbierst du damit automatisch deinen Gewinn. Und damit fehlt dir und deinem Unternehmen wertvolles Geld. Ich gebe zu, als ich damals im Verkaufsaußendienst gewesen bin, hatte ich auch manchmal schwache Momente und da habe ich im Rabatt ein Allheilmittel gesehen und mir darüber letztlich Aufträge gekauft. Aber ist es nicht letztlich unsere Aufgabe als Verkäufer, den Wert der Leistung in der Wahrnehmung des Kunden zu erhöhen, sodass er unsere Preise akzeptiert? Ich gebe allerdings zu, das ist oft leichter gesagt als getan. Aber darum zeige ich jetzt mal hier einen sehr interessanten Ausschnitt aus einer Verhandlung bei der Postenbörse. Also sind insgesamt 43.000 Stück, das sind 5 LKWs. Kannst du den denn jetzt erreichen? Ich könnte ihn jetzt erreichen, ja. Ruf mal an. Will mal anrufen. Ja, aber ich würde mit, wenn du... Hammerwert, wenn du ihn nach 2,50 hinkriegst. Dann fangen wir mit 2 an. Ja gut, klar. Das ja. Okay, jetzt wird's spannend. Wir wissen, 2,50 Euro würde der Einkäufer bezahlen. Mal gucken, wie sich jetzt der Verkäufer verkauft. Ja, wir haben hier die Muster gekriegt von dem Diadora-Set. Und wir haben uns das jetzt gerade mal angeguckt. Sie schreiben hier, 43.000 Teile sind das. Ne? Wir haben wohl Interesse, die gesamte Menge zu nehmen, die ganzen 5 LKWs. Und ja, brauchen wir einen richtigen Preis für. Weil hier 3,75, das ist natürlich, da kommen wir überhaupt nicht mit klar. Wir stellen uns 2 Euro vor. Dann würden wir die gesamte Menge, ja, dann würden wir die gesamte Menge nehmen und dann können Sie die hier liefern bei uns am Lager. Können Sie nächste... Sag ich Ihnen, die werden so popelig, 1,50 hätte ich gesagt. Ja, Herr Dobelmann, der will nur 1,50 geben hier. Kriegen wir das hin, 2 Euro? 2,90 ist nichts. Ja komm, dann machen wir die Mitte 2,10 Euro. Letztes Wort jetzt, mehr geht nicht. Das war eine komische okay? Mitte. Ja, das ist seine Mitte. Meine Mitte. Alles klar, okay, ich melde mich. Ne? Wir bestätigen das. Danke, okay. Ja, machen wir. Danke, jo, ciao. Hat er nicht gemacht, hat oder? Hat er gemacht, 2,10. Klutschab, ey. Dann machen wir. Super. Da hätte ich jetzt freiwillig nicht mit gerechnet. Also, da hätte ich, auch, ich hätte freiwillig 2,50 gegeben. Ja. Tja, die Einkäufer haben gut lachen. Sie hätten 2,50 Euro bezahlt, zahlen aber effektiv nur 2,10 Euro. Alleine dadurch, dass es dem Verkäufer hier nicht gelungen ist, diese 40 Cent auszureizen, hat er auf 17.200 Euro Gewinn bzw. Deckungsbeitrag verzichtet. Natürlich, wir wissen jetzt nicht, was wäre der äußerste Verkaufspreis des Verkäufers gewesen. Vielleicht wäre er ja noch weiter runtergegangen und nachdem er diesen Deal abgeschlossen hat, lachte er mindestens genauso viel wie die Einkäufer. Aber trotzdem bleibt eine entscheidende Frage. Wie können wir die Preisbereitschaft unserer Kunden besser ausnutzen? Und dazu möchte ich euch heute 5 ganz konkrete Ideen geben, wie ihr Einkaufstricks besser entlarvt, damit besser umgeht und so margenstärker und besser verkauft und letztlich zum Vorbild im Vertrieb werdet. Hallo, ich bin Oliver Schumacher, Verkaufstrainer seit 2009 und ich mag es gar nicht dumm drum herum zu labern, darum legen wir direkt los. Einkaufstrick Nummer 1, die Behauptung. Einkäufer behaupten oft nur, dass du zu teuer bist, dass dein Mitbewerber billiger ist. Dabei haben sich ganz oft Einkäufer schon vorab dafür entschieden, mit dir zusammenzuarbeiten. Das Risiko ist also groß, dass du Rabatte gibst, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären. Damit dir das zukünftig weniger passiert, definiere bitte vor jeder Verhandlung deinen Einstiegspreis, also womit fängst du an anzubieten, und einen Ausstiegspreis. Das heißt, wo sagst du, nee, also wenn wir hier unter diesen Preis gehen und wenn es auch nur 1 Cent ist, dann verzichte ich auf den Auftrag, lieber Kunde, dann will ich nicht mit dir zusammenarbeiten. Weil wenn du diese Klarheit hast, dann kannst du auch zu dem Einkäufer sagen, nein, Herr Kunde, ich brauche mindestens Betrag X und wenn Sie es nicht wollen, müssen wir es eben sein lassen. Und natürlich sorgt das dann auch erstmal für einen Verhandlungsabbruch. Da wird manch ein Einkäufer vielleicht auch sagen, okay, wenn Sie sagen, das ist Ihr bester Preis, okay, dann schreib auf. Manch ein Einkäufer wird dann vielleicht aber auch sagen, okay, wenn Sie es nicht nötig haben, dann lassen wir es eben sein. Aber du kannst davon ausgehen, wenn sich der Einkäufer eh dafür entschieden hat, mit dir zusammenzuarbeiten, wird er dich ein paar Tage später anrufen und trotzdem bestellen. Oder aber auch du könntest ihn anrufen nach ein paar Tagen und sagen, und, wollen wir es jetzt machen? Einkaufstrick Nummer 2, Vorwürfe. Überleg doch mal, wann gibst du eigentlich eher einen Rabatt? Ich gehe davon aus, du gibst eher einen Rabatt, wenn du denkst, eigentlich müsste ich froh sein, wenn ich überhaupt noch einen Auftrag bekomme von diesem Kunden. Wenn du dich also so ein bisschen kleiner fühlst, wenn du denkst, du hast nicht die Macht, sondern der Einkäufer.
Und das weiß manch ein durchtriebener Einkäufer auch und deswegen überlegt er sich natürlich vorab, wie kann er dein Selbstwertgefühl kaputt machen, sodass du ihm als Kompensation einen besseren Preis gibst. Und dazu gehört es durchaus auch, mal zu reflektieren, dass der Einkäufer guckt, wo hast du eigentlich in den letzten Monaten und Jahren im Rahmen der Zusammenarbeit nicht gut gearbeitet? Wo hast du zu spät geliefert? Wo fehlte was? Wo hatte plötzlich der Einkäufer bzw. das Kundenunternehmen Probleme, weil du nicht sauber gearbeitet hast? Und das wirft er dir dann eben einfach vor und sagt dann beispielsweise, ja wissen Sie, also am 7. April, ja, da hatten wir ja Ware bestellt. Sie wissen schon, bei uns ist Lieferannahme bis um 16:30. Und wann kam die Ware? Um 15.30 Uhr. Wissen Sie eigentlich, welche Probleme wir dadurch hatten? Dadurch ist das, also der dramatisiert vielleicht auch sogar manchmal, einfach um dir ein schlechtes Gefühl zu geben. Was könntest du tun? Meine Empfehlung für dich ist, schreibe in Zukunft auch ganz konkret auf, wenn du etwas für den Kunden zusätzlich tust, was du ihm nicht extra berechnest. Oft sind wir als Verkäufer sehr serviceorientiert und sagen, ja gut, im Sinne des Kunden. Und dann ist zwar Bestellannahme Schluss, beispielsweise immer jeden Tag um 16 Uhr, und dann ruft vielleicht doch der Kunde noch um 17.30 Uhr an und sagt, oh, ich brauche morgen aber doch noch die Ware. Oder der hat dann da plötzlich irgendwelche anderen Extrawünsche, die eigentlich gar nicht so vereinbart waren. Aber im Sinne des Kunden sagt man dann oft, ja, okay, dann machen wir es, ohne es extra zu berechnen. Und wenn du eine solche Liste dir entwickelst und mitschreibst, wo du mal eine Extratour machst, was du ihm aber nicht berechnest, dann kannst du da entsprechend auch wohlwollend gegenhalten und sagen, ja stimmt, Herr Kunde, es läuft tatsächlich nicht alles richtig. Und deswegen habe ich auch mal so ein paar Punkte mitgebracht, wo wir auch für Sie die Extrameile gegangen sind, ohne Ihnen das extra in Rechnung zu stellen. Einkaufstrick Nummer 3, die Alibi-Anfrage. So manche Einkäufer schicken Anfragen los, wohl wissend, dass sie mit dem Empfänger eh nicht zusammenarbeiten wollen. Sie nutzen das vielleicht zur Recherche, um festzustellen, ob Ihr Lieblingslieferant eigentlich marktgerechte Preise hat. Aber manche nutzen das auch ganz gezielt aus, um mögliche Nachfolgelieferanten schon mal so weit zu erziehen, dass sie ganz genau lernen, dadurch, dass sie niemals den Auftrag bekommen, obwohl sie ein Angebot geschickt haben, dass der Preis schon sehr wichtig ist. Hört man dann oft, ja, sie sind zu teuer gewesen. Meine Empfehlung für dich ist, in Zukunft, wenn dir das Gefühl sagt, ich glaube, der kauft eh nicht. Ich glaube, das ist eine Alibi-Anfrage. Dass du dort einfach mal anrufst. Hallo Herr Kunde, Sie haben mir ja eine Anfrage geschickt. Wissen Sie, ich nehme ja gerne die Zeit und schreibe Ihnen da ein gutes Angebot. Nur wissen Sie, das habe ich ja schon dreimal gemacht und das hat bisher leider nie zum Auftrag geführt. Bitte lassen Sie uns doch einfach mal zusammensetzen, damit wir ja die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit besprechen können. Dann mache ich Ihnen auch gerne ein viertes Angebot. Und falls der Einkäufer sehr merkwürdig reagiert und dir die Zuversicht fehlt, dass es diesmal klappt, dann spare dir die Zeit für die Angebotserstellung. Denn denke dran, wer Angebote schreibt, ohne zu verkaufen, hat vergeblich gearbeitet. Und wir sind keine Dienstleister, die dafür bezahlt werden, dass sie Angebote schreiben, sondern unsere Aufgabe ist es, für Umsatz zu sorgen, für Aufträge zu sorgen. Sag mal, was sind denn so eigentlich so deine Erfahrungen mit Einkäufern? Schreib's doch einfach gerne mal in die Kommentare hinein. Kommen wir zu Einkaufstrick Nummer 4, die Columbo-Methode. Und ich habe ja tatsächlich das gesamte DVD-Set Columbo. Ich gucke diese Filme wahnsinnig gerne, habe ich früher auch immer sehr gerne auf RTL geguckt. Und Columbo ist ja dafür bekannt, dass er mit seinen Tätern, die er da so im Auge hat, wo er noch nicht ganz beweisen kann, ob sie wirklich der Täter sind, da manchmal so eine emotionale Achterbahn fährt, nämlich, dass er anscheinend geht, die Befragung beendet ist und er dann plötzlich nochmal zurückkommt im Sinne von, ach, einen habe ich noch. Und ach, übrigens, was ich Sie nochmal fragen wollte. Oder wussten Sie eigentlich das? Und er bekommt dann oft eine sehr aussagekräftige Antwort, die ihm wieder ein Stückchen weiterhilft. Und das ist auch durchaus, diese Columbo-Methode, eine beliebte Einkäuferart. Und ich gebe zu, als Verkaufstrainer bin ich selbst darauf auch einmal reingefallen. Und zwar hatte mich eine Kundin gebucht. Die hatte dann gesagt, ja Schumacher, ich freue mich, wir wollen wieder mit Ihnen zusammenarbeiten, wollte mal kurz mit Ihnen die Termine besprechen und dann machten wir da so zahlreiche Termine in meinen Kalender und dann sagte sie dann plötzlich, ach Herr Schumacher, worüber wir aber noch gar nicht gesprochen haben, über Ihr Honorar. Da müssen Sie uns bitte nochmal entgegenkommen. Und ich gebe zu, ich habe damals schlagartig tatsächlich einen Nachlass gegeben. Aus heutiger Sicht war es falsch, aber ich will damit sagen, es passiert einfach, weil man dann diese Verlustangst hat. Boah, sonst ist dieser Auftrag ja weg, das will ich ja nicht. Ach, ich habe ja vielleicht noch ein bisschen Luft. Na gut, Kunde war ja schon so lieb und hat bestellt, dann mache ich da doch nochmal was möglich. Ich empfehle dir, heute da deutlich klarer zu sein, im Sinne von,
Nein, Frau Kunde, nein, Herr Kunde, das ist der beste Preis, mehr geht nicht. Und falls dann dein Gegenüber sagt, ja, aber wollen Sie das, dass ich das jetzt alles wieder storniere oder was? Dann solltest du tatsächlich im Zweifelsfalle sagen, naja, also wenn es jetzt wirklich am Preis liegt, dann sollten wir es tatsächlich stornieren. Weil ich kann nicht billig, ich kann nur gut. Wollen wir es denn jetzt so machen? Und du wirst merken, so manch ein Kunde wird jetzt die Sicherheit haben, dass du einen guten, fairen Preis hast und damit dann sagen, ja, okay, dann lassen wir es so. Gerne unterstütze ich dich und dein Vertriebsteam dabei, zukünftig noch leichter die kalkulierten Preise durchzusetzen. Wenn du magst, melde dich einfach mal bei mir, dann führen wir doch gerne mal ein Training bei dir im Hause durch, sodass du zukünftig noch sicherer und besser deine kalkulierten Preise durchsetzen kannst. Kommen wir zu Einkaufstrick Nummer 5, die Kumpelmethode. Die Kumpelmethode, die läuft sehr unterschwellig ab. Es ist ja tatsächlich so, umso besser man mit gewissen Menschen kann, umso konfliktscheuer sind auch so manche von uns. Und natürlich versuchen wir als Verkäufer auch immer eine gute Beziehung zum Kunden zu pflegen, aber manch ein Einkäufer nutzt diese gute Beziehung auch, um sie besser zu dir aufzubauen. Und es ist ja tatsächlich so, dass man da oft doch ein bisschen netter ist, wenn man doch den Kunden so sehr mag. Pass also auf, nur weil du mal mit ihm ein Bier getrunken hast, ist er immer noch nur dein Kunde. Gehe da bewusster in den Profimodus und sage im Zweifelsfalle, Herr Kunde, das ist der beste Preis. Ich würde gerne mehr geben, aber es geht nicht. Das ist der kalkulierte Preis. Lass uns das so machen. Ich freue mich, wenn du das so für dich alles umsetzen kannst. Ich sage einfach bis bald. Mach's gut.